Rund 9 Milliarden Euro hat die EU seit 2007 im Rahmen des Beitrittsprozesses an die Türkei gezahlt. In vielen Bereichen wurden die daran geknüpften Erwartungen laut dem Europäischen Rechnungshof allerdings nicht erfüllt. Das ist vor allem der Fall im Bereich des Rechtsstaates, wo systematisch Projekte, die zu tun haben mit der Justiz, mit Menschenrechten, mit Pressefreiheit, entweder verhindert werden oder nicht richtig durchgeführt werden, heißt es von den Aufsehern. Gerade wegen der Verhaftung zahlreicher Journalisten und Menschenrechtler in dem Land wurde immer wieder die Einfrierung der Hilfen gefordert.